Es geht um Arbeiten 4.0. Wie wird das ausschauen? Wie wird der Arbeitsplatz der Zukunft ausschauen? Und da hat ja jeder so seine eigene Vorstellung. Wir haben auf der Straße mal gefragt, wie die denn ausschaut. Und das Ergebnis sehen wir hier. Wie sieht eigentlich das Büro der Zukunft aus? Was muss für dich das perfekte Büro haben? Gutes WLAN erstmals, Kaffee ist ganz wichtig. Einer, wo ich Internetzugang habe und einen Stecker habe, das reicht. Das reicht dir schon, wie du sitzt, ist dir egal? Naja, ich würde gerne sitzen und nicht stehen. Was ist ein Coworking Space? Coworking Space ist, dass man entweder ein eigenes Büro hat, also ein eigenes Zimmer, oder dass man eben auf der gleichen Fläche mit anderen zusammenarbeitet und dass man von anderen lernen kann. Ich kann mir die Menschen aussuchen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich kann mit anderen Menschen wieder im Austausch sein, mit denen ich vielleicht länger nicht mehr gesehen habe und kann arbeiten, von wo ich will. Wie sieht denn das Büro der Zukunft für dich aus? Digitalisiert. Ja, hoffentlich Virtual Reality. Mal gucken, was da noch kommt. Ein erwachsener Buddy, der vielleicht ein bisschen mehr hört. Oder vielleicht Mixed Reality. Also wir werden uns treffen mit jemandem, der jetzt in New York ist, einfach in einem Raum, in virtuellem Raum. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten und da man ja schon vor 10 Jahren die letzten 10 Jahre nicht abschätzen konnte, kann man sich eigentlich nur überraschen lassen. Wir versuchen uns nicht überraschen zu lassen, sondern wir versuchen mal ein möglichst klares Bild davon zu zeichnen, wie wir in 10 Jahren arbeiten werden. Ich hoffe, der Hund darf dann auch noch ins Büro. Was sich sonst alles ändern wird, das werden wir heute Morgen besprechen. Und ich freue mich, dass es uns wirklich gelungen ist, eine sehr, sehr hochkarätige Runde zusammenzustellen von 3 Herrschaften, die sich bestens mit dem Thema Arbeit und Digitalisierung auskennen. Der erste zum Beispiel ist auch tätig als Wirtschaftsexperte beim Bundesministerium für Arbeit, ist da im Dialogprozess 4.0. Null dabei. Er heißt Frank Roth und ist CEO bei AppSphere, einer Beratungsfirma zum Thema Arbeitsplatzmodelle. Herr Roth, mein erster Gast. Der zweite ist Stefan Vollmari, der arbeitet bei Citrix Systems. Die sind zuständig für sichere Bereitstellung und Anwendung von Daten. Auch das ist ja in Zeiten der Digitalisierung nicht ganz unwichtig. Und der dritte Herr kommt von der Telekom, kommt von T-Systems International. Thomas Gierig heißt er, ist da zuständig bei den Großkunden für zentrale Arbeitsplatzmodelle. Die Herren, kommen Sie alle ran an den Tresen. Arbeiten 4.0. So einen Tisch wird es noch geben in Zukunft, oder, Herr Roth? Ich denke schon, dass es einen Tisch geben wird, wobei ich sagen muss, der Video, der gezeigt wurde, der war schon für mich ein bisschen strange. Also zeigt nicht unbedingt den Büroalltag heutzutage. Ja. Aber man wird viel mehr mobil arbeiten, man wird mehr entgrenzt an verschiedenen Arbeitsorten arbeiten und nicht mehr so an dem festen Büro, wo der PC steht, der Monitor und die Tastatur. Das heißt, der Arbeitsplatz in 10 Jahren ist dezentral? Definitiv. Der ist auch heute schon, aber in 10 Jahren wird das wahrscheinlich noch viel mehr Auswirkungen haben. Herr Gierig, Ihre Vision? Meine Vision ist ähnlich wie die vom Herrn Roth. Ich gebe Ihnen recht, aber nur in Teilen. Das heißt, wir werden ein Gap haben. Wir werden Mitarbeiter haben, die wollen den Arbeitsplatz in der Firma haben, die Elternmitarbeiter. Die wollen in ihrer Komfortzone stehen bleiben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die ganzen jungen Mitarbeiter, die eben mobil sein möchten, die von zu Hause aus arbeiten möchten, die von überall arbeiten möchten. Warum wollen die mobil sein? Damit sie zu Hause auch noch nebenbei Fernsehen gucken können, oder? Ich bin davon überzeugt, dass sie deutlich produktiver sind, wenn man den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, in ihrer eigenen Umwelt zu arbeiten. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass sie produktiver sein werden. Das heißt, Herr Roth, in Zukunft braucht nicht jeder so einen Hightech-Arbeitsplatz? Nee, also ganz sicher nicht. Der Herr Gierig hat es schon gesagt, es gibt einfach verschiedene Arbeitstypen. Einerseits von der Persönlichkeit. Es gibt Menschen, die arbeiten lieber im Büro, die wollen nicht zu Hause arbeiten. Es gibt aber auch von der Aufgabenstelle natürlich völlig unterschiedliche Herausforderungen, so ein Sachbearbeiter, eine Assistenzkraft, die morgens um 8 Uhr kommt und 5 Uhr Feierabend macht, die auch nicht abends unbedingt noch arbeiten möchte. Für die reicht ein ganz normaler stationärer Arbeitsplatz, sie braucht kein mobiles Gerät. Da wird auch wahrscheinlich niemand zu Hause arbeiten wollen. Aber die Menschen, die Entscheider, die Vertriebsleute, die die Firma nach vorne bringen, die mobil unterwegs sind, die brauchen natürlich ein Setup, mit dem sie die maximale Power auf die Straße kriegen, um die Firma nach vorne zu bringen, um produktiv zu sein, um sich wirklich auszuleben. Das heißt, jeder Mensch ist anders, also ist auch jeder Arbeitsplatz anders? So ist es. Also hängt natürlich von der Aufgabe ab, aber hängt auch vom Mensch ab. Ja. Der Mensch muss natürlich, und ein gutes Beispiel ist ja, wie wir als Individuen mit sozialen Netzwerken umgehen. Manche nutzen WhatsApp, Facebook, verschiedene Messenger-Dienste, um sich auch im Privatbereich
die Kommunikation zu optimieren. Und es gibt genau das Gegenteil von Leuten und Menschen, die sagen, also ich bin digital anonym, mich findest du nirgendwo, auf Facebook, WhatsApp, irgendwo, ich mache da nicht mit, ich bin auch stolz drauf. Das ist übrigens auch keine Frage des Alters, sondern einfach, ich sag mal, der Einstellung. Ja. Meine Brüder zum Beispiel, für die ist Facebook ein Tabuthema, die sind da gar nicht mit dabei. Ist das schwieriger, solche Leute dann für diesen Arbeitsplatz 4.0 zu begeistern? Ja, definitiv. Also es ist grundsätzlich schwierig, die Leute, so ein Change in der Firma zu machen. Es ist nicht mitgetan, den Mitarbeitern ein iPad zu geben oder ein mobiles Gerät und zu sagen, jetzt sind wir mobil, jetzt sind wir in Grenz, jetzt machen wir aber in 4.0. Das reicht nicht, sondern man muss wirklich ganz stark auf die Menschen mitnehmen, mit auf die Reise, man muss die Sachen trainieren, man muss die mitarbeiten lassen, damit auch eine Akzeptanz ist. Das heißt immer no involvement, no commitment. Das grillt hier mehr denn je. Das heißt, wenn die Menschen nicht mitgenommen werden, dann funktioniert das ganze Arbeiten für null und die modernen Arbeitsstile nicht. Wie man das am besten macht, werden wir gleich noch klären. Jetzt gibt es Experten, die sagen, dieses Arbeiten 4.0 kann auch diesem viel zitierten Fachkräftemangel entgegenwirken. Würden Sie das unterschreiben? Ja, auf jeden Fall. Wirkt sogar doppelt. Einerseits dadurch, dass man durch Arbeiten 4.0, durch dieses mobile, entgrenzte, digitale Arbeiten natürlich die Produktivität steigert. Und auf der anderen Seite natürlich viel eher Fachkräfte gewinnt für sich, weil man moderner Arbeitgeber ist, weil man einfach Vertrauensarbeitszeiten und Ähnliches für manche Arbeitsplätze bieten kann. Aktuelle Studien, und das kommt aus dem Bundesministerium, zeigen, dass bis ins Jahr 2030 etwa 4,2 Millionen Fachkräfte fehlen in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Digitalisierung vernichtet auf der anderen Seite wiederum 2 Millionen Arbeitskräfte oder Arbeitsplätze, und das wiederum führt dazu, dass wir uns halt überlegen müssen, wie wir dieses Defizit beseitigen und auf der anderen Seite, wie wir diese Umqualifizierung dieser Leute, die durch Digitalisierung ihren Job verlieren, wie wir das hinkriegen. Das wird ganz schwierig, wird eine Mammutaufgabe werden, weil das ist auch nicht so, ich schicke mal jemanden auf eine Schulung und dann ist er ja fit. Also das funktioniert nicht, also wird nicht einfach. Herr Gierig, Sie sind ja seit vielen, vielen Jahren beim Thema Arbeitsplatz der Zukunft am Ball. Wie sehen das eigentlich die Gewerkschaften? Haben die schon Fanclubs gegründet für diese Idee? Also die Gewerkschaften ziehen hier definitiv mit den Arbeitgeberverbänden und mit der Bundesregierung an einem Strang, meines Erachtens nach, weil auch die Gewerkschaften haben erkannt, so wie der Herr Roth gerade beschrieben hat, ja, dass es einfach hier einen Wandel gibt der Arbeitsplatzmodelle. Und die Bundesregierung, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die Frau Ministerin Nahles und der Staatssekretär Albrecht haben ja vor 2 Jahren schon mit einem Dialog begonnen zum Thema Arbeitsplatz der Zukunft und Arbeiten 4.0 und hat dort einzelne Arbeitsgruppen gegründet, wo man einfach untersucht, welche Auswirkungen hat es, um da ein Stück weit entgegensteuern zu können, wie der Herr Roth so schön gesagt hat. Auf der einen Seite werden Arbeitsplätze verloren gehen, auf der anderen Seite werden aber definitiv Arbeitsplätze neu geschaffen. Aber was für Arbeitsplätze sind das? Das hört man ja oft, dieses Argument. Die Digitalisierung macht uns nicht arbeitslos, es entstehen neue Jobs. Wenn ich es mal auf die IT runterbreche zum Beispiel, in der IT gibt es hier sehr viele Leute, die heute einen Service erbringen im Callcenter und solche Themen. Diese Leute werden mehr in die Rollen reinlaufen, dass sie Business-Anforderungen auf Services mappen. Das heißt, die werden ihre Rolle in der Firma wechseln und werden sehr stark versuchen, die Business-Demands in Service zu mappen, anstatt technische Lösungen zu supporten. Das heißt, Digitalisierung, Herr Roth, vernichtet keine Arbeitsplätze? Ja doch, klar, vernichtet Arbeitsplätze. Und nochmal zum Herrn Gierig noch ergänzend, was entstehen neue Stellen? Es entstehen ganz viele Stellen im Bereich Sicherheit, Security. Das nach der neuesten Computerwoche, da war es ein Beileger letzte Woche drin, da ging es um die Arbeitsplätze im Jahr 2020. Das heißt, welche wachsen exorbitant? Das sind die Security-Leute, das sind die Data Scientists, das heißt die Business Intelligent Datenauswerter. Das sind Themen, Cloud-Architekten werden ganz stark gesucht, ne? Und wenn ich mal hier in die Runde gucken kann und Sie haben Kinder, bringen Sie die in die Informatik. Die haben sicher einen Job in der Zukunft. Das kann ich Ihnen garantieren. Ich glaube, nicht umsonst hat Apple zum Beispiel eine App rausgebracht, wo Kinder spielerisch das Programmieren lernen. Absolut. Also Herr Vollmarie, was würden Sie sagen, sind die größten Veränderungen für uns in Zukunft als arbeitende Gesellschaft? Ja, wie der Herr Roth sagt, ist sicherlich die Beherrschbarkeit dieser Digitalisierungstechnologien. Da hat er mit dem Thema Security ein gutes Stichwort geliefert. Wir sind es heute gewohnt natürlich, dass die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten beziehungsweise wo wir einkaufen, eine Menge von Daten von uns haben. Wir sind sehr transparent geworden, was auf der einen Seite sehr bequem ist. Wenn wir irgendwo einkaufen gehen, weiß dann der Online-Händler, was ich möchte. Auf der anderen Seite muss man natürlich diese Daten schützen. Ja, damit meine ich nicht nur die Daten, wenn ich irgendwas in die Cloud hochlade,
diese Sicherheitsaspekte, sondern eben halt auch alle unsere Daten, die über mich gesammelt werden. Bewegungsdaten mit meinem Smartphone, bin ich auf der Cebit unterwegs, ich fahre mit meinem Smart Car durch Hannover. All diese Daten muss ich irgendwo schützen und muss diese trennen. Ja, da sind wir in Deutschland natürlich auf einem guten Weg, aber da sind natürlich auch Initiativen von der Bundesseite erforderlich. Es gibt dann ja Arbeiter, die haben dann Angst vor einer Überwachung durch den Arbeitgeber. Berechtigt? Unberechtigt. Ich glaube, da haben wir unsere Regulatorien, dass wir von der Arbeitgeberseite da ganz klar gewisse Daten einfach nicht abgreifen. Das heißt, Herr Gierig, aus Sicht der Telekom und Ihre Erfahrung mit den Großkunden, mit denen Sie zusammenarbeiten, mit denen Sie diese Lösung für Arbeiten 4.0 suchen, was muss die Leistung, was ist der Service, den der Arbeitsplatz der Zukunft mitbringen muss? Also im Moment ist es ja so, dass sich Firmen sehr stark von technischen Modellen leiten lassen. Das heißt, Arbeitsplätze, Business Demands werden heute in Technik gemappt. Ja. In der Zukunft werden Business Demands in Services gemappt. Das heißt, man geht wirklich her und sagt, ich habe eine Anforderung aus dem Business und brauche für die Anforderung einen Service. Ja. Und ich muss nicht hergehen, muss eine Technologie entwickeln und den Service kann ich beziehen aus der Cloud. Ja. Den Service kann ich beziehen aus der Private, aus der Public Cloud, sicher, hohe Sicherheit, hohe Standardisierung. Und das denke ich mal, das spielt hier eine ganz große Rolle. Natürlich wird es Services geben, die individuell sind, die Firmen nach wie vor selber anbieten, selber entwickeln müssen. Aber Großteil der Services wird zukünftig definitiv aus der Cloud kommen und so bereitgestellt werden und entsprechend natürlich hier immense Vorteile bieten. Ich habe gerade mal geguckt, unser Talk heißt Arbeit der Zukunft, aber Sie sind ja mit der Telekom, haben Sie die Zukunft quasi schon zur Gegenwart gemacht. Es gibt diese digitalen Arbeitsplätze, über die wir hier sprechen, natürlich schon, die Sie auch mit einer Infrastruktur bereitstellen. Wie war denn Ihre Erfahrung bei der Einführung dieser Arbeitsplatzmodelle? Die Erfahrung war schmerzlich. Ja. Wenn ich gucke bei unseren Großkunden, muss man feststellen, sie haben auf der einen Seite, was ich vorhin schon gesagt habe, der Gap ist ziemlich groß, die Schere geht sehr weit auseinander. Auf der einen Seite haben sie die Digital Natives, die wollen sofort ganz schnell diese neuen Arbeitsplatzmodelle haben. Auf der anderen Seite haben sie eben eine gestandene Mitarbeiter, die sich da extrem schwer tun. Was ganz wichtig ist, ist der Change Management Prozess. Das heißt, man muss den Mitarbeiter in die Zukunft begleiten. Der Mitarbeiter muss verstehen, welchen Mehrwert er hat durch solche neuen Arbeitsplatzmodelle. Das geht bei jungen Mitarbeitern deutlich schneller wie bei älteren Mitarbeitern. Aber dieser Change-Management-Prozess ist immens wichtig. Wenn Sie schauen, solche neuen Arbeitsplatzmodelle, wenn ich jetzt von der IT-Seite mir das Ganze anschaue, die lassen sich technisch umsetzen. Ja? Und die technische Umsetzung ist nicht das Problem. Das Problem ist wirklich, die Leute abzuholen, dass die Leute verstehen, was passiert und welche Vorteile haben sie durch die Veränderung. Mir hat mal ein Geschäftsführer hier auf der Cebit gesagt, der sein Unternehmen in Sachen Digitalisierung nach vorne bringen wollte und auch mit dem Arbeitsplatz der Zukunft, er hätte lieber nicht IT studiert, sondern lieber Psychologie. Sagt sehr viel aus, oder? Genau, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Genau das ist die Richtung, ne? Weil diese, wie gesagt, die Menschen begleiten, den Menschen den Mehrwert zu erklären, das ist wirklich das A und O. Herr Vollmerie, aus Datensicht, was muss der Future Work Space in Zukunft für Eigenschaften haben? Ja, sicherlich das Thema Sicherheit. Ich muss also private Daten von Unternehmensdaten schützen können. Beispiel, jemand kommt mit seinem Smartphone, mit seinem privaten Smartphone, nutzt darauf Business-Applikationen. Da muss ich ganz klar trennen können. Aber auch das Thema Verfügbarkeit. Wir haben es eben in dem Video gehört. WLAN und Kaffee muss immer da sein. WLAN sehe ich jetzt eher als wichtig an. Aber auch natürlich die Benutzerfreundlichkeit spielt eine wichtige Rolle. Und dabei meine ich auch Benutzerfreundlichkeit und Verfügbarkeit über alle Geräte hinweg. Benutzer wollen heute mit Smartphone, mit Tablet, mit PC, mit Mac arbeiten. Und da muss natürlich gegeben sein, dass Anwendungen auf jedem Gerät verfügbar sind. Jederzeit. Und da ist natürlich Verfügbarkeit von Services super wichtig. Das heißt, auch die Technologie muss nochmal nachlegen, oder? Wir haben heute die Technologien. Ich denke aber, einige Firmen, die sich damit beschäftigen, stehen heute einfach noch am Startpunkt mit der Einführung von digitalen Arbeitsplätzen. Wir selber leben das schon. Aber ich glaube, ich kann aus Gesprächen über Industrien hinweg mit unseren Kunden sagen, dass wir da einfach an vielen Stellen noch wirklich in den Kinderschuhen stecken. Jetzt laufen Sie drei, haben Sie mir vor unserer Gesprächsrunde hier auf der Bühne erzählt, schon seit 15 Jahren quasi gemeinsam durchs Leben mit dieser Idee digitaler Arbeitsplatz, der Arbeitsplatz der Zukunft. Die Bereitschaft in den letzten 15 Jahren über dieses Thema zu reden, hat die zugenommen bei Unternehmen oder haben Sie immer noch das Gefühl, dass manche Türen zubleiben und Unternehmen sagen, nee, wieso, es lief doch bisher eigentlich alles gut? Also ich würde sagen, die hat massiv zugenommen. Das hat aber zwar zwei Gründe.
Früher haben wir die industrielle Revolution gehabt, ja, die Einführung der Dampfmaschine, all die Trends, die dann zu einer Veränderung führten. Heute haben wir diese Digitalisierungstechnologie und die geht so schnell voran, auch im Privatleben. Und das Privatleben-Thema ist ganz wichtig, ne? Weil eigentlich treibt die Digitalisierung auch unser Heim mit Smart Home, mit Smart TV, die ganzen Themen. Und man wird ja zu Hause jeden Tag mit konfrontiert, ob es eine Reisebuchung ist, ob es ein Mietwagen ist, egal was. Und dann geht man in die Firma, ja, und will natürlich in der Art und Weise weiterarbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb, vor 15 Jahren waren da viele Ideen da. Ich glaube, wir drei waren Evangelisten in dem Thema, aber um uns herum waren noch nicht viel. Heute ist all das, was vor 15 Jahren da hätte sein sollen, auch von Gartner analysiert wurde. Und Gartner sagte, das kommt jetzt alles, in den nächsten 2 Jahren kam nicht, hat länger gedauert. Das war aber, ist heute alles da, aber in einer Geschwindigkeit, die ist atemberaubend und die Firmen müssen da mitziehen, wenn sie da nicht den Anschluss verlieren wollen. Das ist das, was wir merken. Herr Gierig, die Telekom ist Partner beim Arbeitsplatz der Zukunft. Sie versuchen, die Idee in die Unternehmen zu bringen. Vielleicht können Sie uns ganz kurz skizzieren für alle, die heute jetzt hier am Stand sind und sagen, okay, ich habe es verstanden, ich muss da was tun. Ich muss nicht nur für mich aus unternehmerischer Sicht was tun, sondern es ist ja auch ein Service für die Mitarbeiter, dass sich die Arbeit und der Arbeitsplatz auf die zuschneidet und gestaltet. Was sind die Dienste, die die Telekom da anbietet? Wo unterstützt sie? Die Telekom unterstützt von Anfang an in der Beratung. Das heißt, wir helfen Firmen zu verstehen, wo die Mehrwerte sind. Das heißt, wir gehen mit Firmen sehr früh zum Thema Arbeitsplatz der Zukunft in Projekte rein und erklären ihnen, welche Vorteile, dass sie aus solchen neuen Arbeitsplatzmodellen haben. Und wir begleiten sie wirklich angefangen von dem Change-Management-Prozess über die technische Umsetzung bis hin zur Lieferung der Leistung begleiten wir unsere Kunden, lassen sie nicht im Regen stehen. Das heißt, ich denke, wir haben schmerzliche Erfahrungen gemacht. Es gibt einen schönen Spruch von Niels Bohr, der hat mal gesagt, ein Experte ist jemand, der in seinem Fachgebiet jeden möglichen Fehler schon mal gemacht hat. Ich glaube, wir haben in der Richtung einige Fehler gemacht, daraus gelernt, ja. Und ich denke, davon profitieren unsere Kunden, dass wir sie wirklich sehr schön begleiten können in das Arbeitsplatzmodell der Zukunft, in das Arbeiten 4.0. Und wenn Sie jetzt sagen, Arbeiten 4.0, das ist mein Thema, dann möchte ich gerne mehr erfahren. Die Telekom ist natürlich auf diesem riesigen Stand, in dem es unglaublich viel zum Thema Digitalisierung zu erleben gibt, auch mit diesem Thema vor Ort. Ich glaube, wir finden Sie im Behind-the-Curtain-Bereich, oder? Genau, also wir haben Behind-the-Curtain-Bereich. Da oben sitzt ein Mitarbeiter von mir, der Ingo Wessels. Der kann mal kurz aufstehen. Wenn Sie Interesse haben, nochmal da kurz reinzugucken. Dann können Sie die Löcher in den Bauch fragen. Genau, den können Sie die Löcher in den Bauch fragen. Dann begleitet er Sie jetzt in die Expert-Lounge. Da haben wir leider nur begrenzte Platzanzahl, aber gerne folgen Sie dem Herrn Wessels in die Expert-Lounge und schauen sich das Thema an. Aber ist doch gut, dann bleibt es übersichtlich und genug Zeit für intensive Gespräche. Und dass es Gesprächsbedarf bei diesem Thema gibt, das haben wir, glaube ich, alle gerade gemerkt. Ich sage danke für diesen spannenden Einblick, also Arbeiten der Zukunft. Ich habe mich nochmal daran erinnert, an das Was-ist-was-Buch aus den 80ern, wie man sich da das Jahr 2000 vorgestellt hat. Ich glaube, dieser Vision kommen wir immer näher, aber wir haben auch festgestellt, in den letzten 15 Jahren, manche Ideen waren gut, manche Ideen waren nicht so gut, aber jetzt ist man auf dem richtigen Weg für Arbeiten 4.0. Vielen Dank.